Wie kann man nach Jerusalem reisen, ohne das Zimmer zu verlassen? Als ich diese Frage an den Anfang meines Abstracts für den Vortrag zur Reihe setzte, dachte ich noch, dass ich sie Ihnen persönlich in den Räumen der Stadtbibliothek stellen würde, wo ich während meiner Schul- und Studienzeit viele intensive Stunden mit Handschriften verbracht habe. Jetzt kommt der Vortrag stattdessen online aus Oxford. Aber das ist ja durchaus passend für unser Thema, bei dem es darum geht, wie es möglich ist, sich im Geiste auf Reisen zu begeben. So lade ich Sie jetzt ein, mit mir der Route von Nürnberg nach Jerusalem zu folgen, dank einer Anleitung, die von dem Kartäuser Erhard Groß für die Nonnen im Katharinenkloster verfasst wurde, das ja zusammen mit der Stadtbibliothek dieses Jahr Jubiläum feiert. Das Titelbild, das ich von der Vortragsreihe zu Nürnbergs klugen, mutigen und eigenwilligen Frauen entlehnt habe, stammt aus einem im Katharinenkloster geschriebenen Schwesternbuch, einer Sammlung von Geschichten über verschiedene Gemeinschaften von Schwestern. Das von Christine Sauer ausgewählte Poster Girl zeigt eine Dominikanerin, Elisabeth Stagel, mit Schreibfeder, Falzbein und einer linierten Lage Papier am Schreibpult in der Textinitiale S für Sapiens Mulier Edificat Domum Suam. Eine weise Frau ist diejenige, die ihr Haus erbaut. Das ist ein Zitat aus den Sprüchen Salomons und bezieht sich in der Bibel auf die Hausfrau. Das Schwesternbuch aber interpretiert es um. Das Haus, das aufgebaut wird, ist die Klostergemeinschaft. Und Steine und Kitt sind, wie Sie in der rechten Spalte sehen, ihr Göttenbüchlein, die sie gemacht und zusammengefügt hat und auch gebauen und zu geistlicherem Leben aufgerichtet hat. Schreiben, Sammeln, Lesen ist die wirklich wichtige Hausarbeit einer Frau. Die Lektüre und Weiterverbreitung der geistlichen Reiseanleitung aus dem benachbarten Kartäuserkloster zählt also auch zu dieser Hausarbeit. Die beiden Klöster, die jetzt wichtige Kultureinrichtungen Nürnbergs beherbergen, das Kartäuserkloster beherbergt jetzt das Germanische Nationalmuseum, das Dominikanerinnenkloster die Stadtbibliothek, waren schon im Mittelalter eng verbundene literarische und kulturelle Zentren. Beide befinden sich auf der Lorenzer Seite, direkt an der Stadtmauer, in kurzer Fußentfernung voneinander. Aber dieser kurze Weg war außer Reichweite für Erhard Groß, ebenso wie für die Nonnen des Katharinenklosters, denn beide Orden waren streng klausuriert. Diese strikte Klausur war, wie Andres Laubinger herausgefunden hat, teilweise den Schwestern von Erhard Groß zu verdanken, den Witwen Barbara Stromer und Kunigunde Schreiberin. Sie waren der Auslöser für die Reform des Katharinenklosters in Nürnberg, da sie nur in ein reformiertes Kloster eintreten wollten und eine attraktive große Mitgift, unter anderem eine reiche Büchersammlung mitbrachten, sodass ihre Meinung Gewicht hatte. Seine Zelle verließ Erhard Groß fast nur für die Gottesdienste. Die Nürnberger Hörerinnen und Hörer werden wahrscheinlich die Essensdurchreiche vom Kreuzgang zu den Zellen kennen, in denen jetzt der mittelalterliche Hausrat aufgestellt ist im Germanischen Nationalmuseum. Erhard Groß' Schwestern im Katharinenkloster nahmen die Mahlzeiten gemeinsam im Refektorium ein, aber verließen nicht den Klausurbereich. Für sie war selbst der Besuch von geistlichen Spielen, bei denen Jerusalem quasi nach Nürnberg transportiert wurde, unmöglich. Dabei waren alle drei Geschwister durchaus weit gereist. Erhard Groß hatte Positionen in verschiedenen anderen Kartausen inne gehabt, bevor er sich nach Nürnberg versetzen ließ. Seine beiden Schwestern waren mit erfolgreichen Geschäftsleuten verheiratet gewesen und kannten zumindest weitgereiste Leute. Welche Strategien entwickelten solche weltgewandten und selbstbewussten Frauen, die sich quasi in selbstgewählter Dauerquarantäne befanden, um buchstäblich ihren Horizont zu erweitern? Ann Simon hat in ihrer Studie zur Rolle der heiligen Katharina für Nürnberg mit dem schönen Untertitel »The Saint and the City« gezeigt, dass gerade die Dominikanerinnen Meisterinnen im Mental Mapping waren, der Übertragung von Weltgeografie auf den Klosterbereich. Der geografische Traktat ist eine weitere Antwort darauf. Er bietet so etwas wie ein geistlich gewendetes Google Maps des 15. Jahrhunderts, das es erlaubte, durch geistliche Betrachtung nur mit der Hilfe von Traktat und Landkarten weite Entfernungen zu überwinden. Die den Traktat ursprünglich ergänzenden gezeichneten Karten sind nicht erhalten,
Daher ziehe ich andere mittelalterliche und frühneuzeitliche Karten heran, denn um zu verstehen, inwieweit Geographie eine geistliche Disziplin sein kann, ist es wichtig, sich erst einmal mit dem Weltbild, jedenfalls einem der vielen möglichen Weltbilder, vertraut zu machen. Mein Einstieg bildet die größte Karte, die im Mittelalter geschaffen wurde, und zwar ebenfalls in einem Kloster, bei den Benediktinerinnen in Ebsdorf, einem der Lüneburger Klöster. Ehemals 30 zusammengenähte Ziegenhäute, 5 Meter hoch. Das Original wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört, aber glücklicherweise wurden vorher mehrere Kopien angefertigt, sodass Sie Reproduktionen in Originalgröße unter anderem im Kloster Ebsdorf in Lüneburg sehen können oder in der digitalen Reproduktion, wo die ganze Karte mit dem Mauszeiger zu bereisen ist. Sie sehen die Welt, die buchstäblich orientiert ist, nämlich mit Asien am oberen Kartenrand, wo im äußersten Orient das Haupt Christi das Weltenrund krönt. Seine Füße markieren den Westen und seine Hände Norden und Süden. He's got the whole world in his hand. Die Karte ist eine der sogenannten TO-Karten, da das Mittelmeer als Mitteltrennlinie die drei Erdteile T-förmig innerhalb des O-förmigen Erdrunds unterteilt. Asien als Land der Geburt Jesu nimmt die Hälfte der Welt ein, Europa und Afrika jeweils ein Viertel. Im Zentrum der Karte befindet sich als Schnittpunkt der drei dargestellten Erdteile Jerusalem. Ich habe es Ihnen herausvergrößert und um 90 Grad gedreht, damit Sie besser sehen können, dass im Herzen der befestigten goldenen Stadt mit ihren 12 Toren die Auferstehung Christi dargestellt ist. Er springt mit einem Fuß aus dem Grab und hat die Hand zum Segensgruß erhoben. Für die Nonnen, die diese Karten betrachten, bedeutete das, dass sie mehr sehen konnten als nur eine Abbildung in einem Reiseführer. Eine Pilgergruppe konnte ebenso wie eine Studiosusreise in Jerusalem nur das leere Grab sehen. Diese Landkarte dagegen zeigte alle Bedeutungsschichten von Jerusalem, verschmolzen zu einem Andachtsbild. Die zwischen den Hügeln gelegene historische Stadt, Sie sehen hier am rechten Rand die Bergkette stilisiert angedeutet, ihre geistliche Bedeutung als Ort der Erlösung und das verheißene himmlische Jerusalem, dessen goldene Mauern mit 12 Toren geschmückt sind. Das ist nicht nur eine mittelalterliche Vorstellung, sondern beschäftigt die christliche Imagination bis heute stark. Sie kennen vielleicht die Schilderung der 12 Pforten in Philipp Nicolais Choral »Wachet auf«, Wachet auf, ruft uns die Stimme. Ich will hier aber kurz exkursartig eine andere Choralstrophe zu Jerusalem zitieren, da sie zu dem Thema der Vortragsreihe Nürnbergs kluge, mutige und eigenwillige Frauen passt. Als wir als Familie 1981 nach Nürnberg zogen, schlossen wir uns dem Posaunenchor in Zabo an. Eines der ersten Stücke, die wir dort spielten, war eine Choralkantate, die auf mich als 13-Jährige großen Eindruck machte. Vor allem machte Eindruck die Komponistin, die aus dem Wohnstift in der Bingstraße zum Posaunenchor dazukam und, gestützt auf ihren Stock, kräftig ermutigend uns dirigierte. Frieda Frohnmüller, die erste Kirchenmusikdirektorin Deutschlands, schuf eine festliche Musik, die den Text des Coburger Predigers Johann Matthäus Maifart aus dem 17. Jahrhundert in die Kirchenmusiksprache des 20. Jahrhunderts umsetzt. Mit einem Trompetensignal wird der Anfangsakkord der Melodie von Melchior Frank umgesetzt. Jerusalem, du hochgebaute Stadt, wollt Gott, ich wär in dir. Dieser kurze Exkurs ist nur ein Beispiel dafür, dass das Reisen im Geiste von Nürnberg nach Jerusalem auch im 20. Jahrhundert weitergelebt hat. Damit zurück zu den Landkarten des Mittelalters und wie sie Geographie darstellen. Francia Orientalis, Ostfranken, liegt im europäischen Nordwestviertel und war sicher eine den Kartenmachern wohlvertraute Station auf dem Weg von Norddeutschland, wo die Karte entstand, über den Alpenkamm nach Italien und dann weiter nach Jerusalem. Mehrere Elemente sind gut wiedererkennbar. Die Lage Bambergs, zum Beispiel Bavenborch, das als Torkonstruktion über dem Seitenarm der Regnitz, Recensia Flumen, sehen Sie links im Bild, gebaut ist. Auf der rechten
Ecke das kompakte Forchheim, Forchelen und Nürnberg, das als einziger Ort explizit als Stadt bezeichnet wird, Nürnberg Civitas, bei der die Burgzinnen auf drei braunen Wellen platziert sind, die sicher den Burghügel darstellen sollen. Die symbolischen Piktogramme für Stadt, Land, Fluss verbinden alle Orte der Erde miteinander. Sie sehen im rechten Ausschnitt das Paradies dargestellt, das ganz im Osten, direkt neben dem Haupt Christi, angesiedelt ist. Adam und Eva sind rechts zu sehen, beide mit Apfel in der Hand, Eva mit der Schlange redend. Links im Paradies sehen sie die Tür, durch die beiden bald vertrieben werden und die wie einer der Nürnberger Stadtmauertürme aussieht. Noch bezeichnender ist aber die linke Seite des Paradieses, wo die vier Paradieseströme entspringen. Die Stelle, wo sie im Boden verschwinden, ist mit einem Kreis markiert. Solche Kreise werden auch überall auf der Karte für Flussquellen benutzt. Dahinter steckt die Vorstellung, dass alles Wasser der Welt den Paradiesesquellen entspringt. So ist die Regnitz, deren Ursprung direkt links neben der Beschriftung für Franken eingezeichnet ist, auch eine Fortsetzung der Ströme des Paradieses. Diese Darstellung von Orten über Symbole, zwischen denen hinter den aktuellen Reiserouten Bedeutungsnetze verlaufen, ist eine Form von Weltabbildung, die weit ins Druckzeitalter fortlebt. Für die in Nürnberg gedruckte Weltkarte von 1480 gilt weiterhin das Koordinatensystem der Mappamundi-Tradition mit dem irdischen Paradies am Kopfende und Jerusalem als Zentrum. Die Geografie der bekannten Welt muss sich diesen Vorgaben unterordnen, sodass der Weg von Nürnberg über Augsburg, Venedig und das Mittelmeer nach Jerusalem eine erstaunliche Zickzacklinie beschreiben würde, wollte man den Holzschnitt als Landkarte benutzen. Als solche ist sie aber nicht angelegt, anders als Wegkarten, wie sie seit der Antike auch benutzt wurden. Da Erhard Groß für seinen geografischen Traktat auf beide Traditionen zurückgreift, die der symbolischen Weltdarstellung und die der praktischen Wegdarstellung, gehe ich noch kurz auf diese sogenannten Itinerare ein, bevor wir uns dann den Text selbst anschauen. Mittelalterliche Itinerare oder Straßenkarten nutzen auch Piktogramme, aber sie sind nicht als Netz angelegt, sondern linear. Es ist, als ob sie bei Google Maps umschalten auf die Wegbeschreibungsfunktion. Was Matthew Paris beispielsweise in seinem Book of Additions angibt, ist schlicht die Reihenfolge der Städte auf einer gegebenen Reiseroute. Hier zum Beispiel von London nach Apulien, gelesen von unten links nach oben rechts. Es fängt an der Themsemündung an, läuft über Canterbury nach Dover, überquert den Ärmelkanal und dann Stadt für Stadt durch Frankreich. Dazu stehen auf den anderen Seiten der Handschrift Erläuterungen mit Entfernungsangaben, Essensempfehlungen und Warnungen vor unsicherem Gelände, eine Art von TripAdvisor. Diese Art der linearen Routenbeschreibung wurde nun im Nürnberg des 15. Jahrhunderts mit geometrischen Berechnungen und Handwerkskunst verbunden, vor allem die der Zirkelmacher. Das Ergebnis sind Karten wie diejenigen von Erhard Etzlaub. Diese Karte ist später als der Text von Erhard Groß, aber wie Sie sehen werden, wenn wir den Textdurchgang machen, muss dem Traktat ursprünglich eine Karte beigelegen haben, die wie die Etzlaub-Karten auf nachmessbaren Entfernungen aufbaut. Jesus ist weiterhin präsent auf der Karte, aber nur als gebetsartig links oberhalb des Kreises platzierter Name. Die Karte ist nicht orientiert, sondern oben ist Süden. Wie die Überschrift stolz verkündet, ist die Karte nach mathematischen Prinzipien konstruiert. Ob jemand sprech oder in ihm selbst trächtet, aus wem oder wie man das machet, die Kunst ist Geometrie genannt, tut uns des Erdreichs Läng und Breit bekannt. Um Entfernungen zu berechnen, kann man Entfernungen von der Landkarte auf den Maßstab unter der Karte mit dem Stechzirkel übertragen. Jeder Strich stellt eine Nürnberger Meile dar, jedes Kreuz 10 Meilen. Sie können auch an dem Ausschnitt unmittelbar sehen, dass die Distanzen zwischen Nürnberg und den roten Punkten für Erlangen und Forchheim, darunter den aktuellen Entfernungen, durchaus entsprechen. Ins Große übertragen wird das in den Romwegkarten, die ebenfalls gesüdet sind und einen Meilenmaßstab haben.
Geistliche Zitate fallen ganz weg, obwohl die Karte von Etzlaub für das Jubeljahr 1500 produziert wurde, um den Weg zum Ablass nach Rom zu finden. Sie sehen die Strecke von Nürnberg über Erlangen und Forchheim nach Bamberg mit kleinen Strichen unterteilt, die jeweils eine Nürnberger Meile repräsentieren. Und eine von diesen deutschen Meilen war durchaus lang, waren also 14 Kilometer. Aber jetzt zu dem eigentlichen Text. Der Traktat ist als zweiter Text in einer Werksammlung überliefert, die in zwei Handschriften erhalten ist. Das Autograph ist in Breslau in der Bibliothek, aber die Stadtbibliothek hat eine zeitgenössische Kopie, die entweder von einem Mitbruder von Groß in der Kartause oder von einer der Nonnen im Katharinenkloster angefertigt wurde, die auf diese Weise die geistliche Arbeit weitertrugen. Groß legt Wert darauf, dass sie mit quasi wissenschaftlichem Anspruch niedergeschrieben wurden und sorgfältig Korrektur gelesen. Das meint das Wort gestraft im Sinne von korrigiert. So verweist Groß sich ausdrücklich in einer Vorbemerkung, davor, dass lesende oder abschreibende Nutzerinnen und Nutzer ihre eigenen Kommentare oder Hervorhebungen in Form von Zeigehänden oder Kreuzchen hinzufügen und drückt das unmissverständlich aus. Wer diese Büchlein liest oder abschreibt, der mache nicht Kreuze oder Hände zu vermakeln das Exemplar, weil es ist gestraft und es darf nicht, dass er das bescheiße, noch seinem Willen. Als ich diese Stelle im Buch von Heike Riedel-Bierschwalle zitiert fand, musste ich sie unbedingt mit meinen Buchgeschichte-Studis in Oxford teilen, weil wir gerade diskutiert hatten, wie wichtig für eine historische Leseforschung Marginalien sind. Daher die englische Übersetzung auf der Folie. Nicht so für den leidgeprüften Autor. Gegenwärtige Bibliothekarin der Stadtbibliothek werden ihm wahrscheinlich auch eher zustimmen. Der Text zeigt, dass die Werksammlung zeigt das weite Spektrum der Literaturproduktion im Kloster. Sie sehen hier die Schlussschrift von Erhard Groß, die noch einmal die Wichtigkeit der Handschriftenproduktion als geistliche Auferbauungstätigkeit zeigt. Folio 89, Verso. Noch Christi Geburt, 436 Jahr, eigentlich 1436 Jahr, sein Angehaben und vollendet die Büchlein, die hier nacheinander stehen. Pitt Gott für den, der sie hat gemacht und selber mit seiner Hand geschrieben. Bei den Zitaten, die ich Ihnen vorlese, müssen Sie sich selbst den Nürnberger Dialekt dazu denken. Obwohl ich lange in Nürnberg gelebt habe, war ich doch zu alt, um mir den Zungenschlag anzueignen, mit dem es eigentlich gelesen werden müsste. Das Autograph ist in Breslau in der Bibliothek, aber die Stadtbibliothek hat eine zeitgenössische Kopie, die entweder von einem Mitbruder von Groß in der Kartause oder von einer der Nonnen im Katharinenkloster angefertigt wurde, die auf diese Weise die geistliche Arbeit weitertrugen. Am Anfang steht ein Text über die Vorbereitung auf Sterben, den Groß übersetzt hatte, also auch eine Art Reisebegleiter ins himmlische Jerusalem, das Kordiale. Am Ende stehen eine geistliche Anleitung für die Dominikanerinnen und eine Novelle, die Grisardis, die in der Fassung Boccaccios als Griseldis bekannt wurde. Hier ist sie aber erzählt und ausgelegt, sodass sie eine Ehelehre bildete. Es wurde in dieser Textsammlung also für alle Lebensumstände Rat und Anleitung geboten. Der Text wird von einem Schreibervermerk eingeleitet, der die Struktur des Textes andeutet. Groß sagt, er wolle sprechen von etlichen Sachen des Himmels, von dem irdischen Paradies und von dem gelobten Lande und Jerusalem. Das gibt eine grobe Gliederung vor, die er den Zugriff auf das Thema zeigt als die aktuelle Durchführung. Groß folgt im Weg vom Himmel über das irdische Paradies zum gelobten Land, der Vorstellung der kosmologischen Karten von den Planetensphären über das ganz im Osten liegende irdische Paradies zur Geografie des gelobten Landes mit Jerusalem als Zentrum. Hierauf liegt mit drei Vierteln des Textumfangs das deutliche Schwergewicht. Aber für das Hineinzoomen auf Jerusalem als Nabel der Welt ist erst ein korrektes Verständnis der Rahmenbedingungen nötig. Ich habe diese drei Teile provisorisch als Kosmologie, geografische Prolegomena und Reisebeschreibung und geistlicher Pilgerführer tituliert. Und
auf dem Handout, das auch auf der Website der Stadtbibliothek Nürnberg abrufbar ist, haben Sie die ganzen Textauszüge, durch die ich durchgehe, abgedruckt. Sie sehen das aber auch auf den Folien. Die einzige innertextliche Gliederung, die Groß liefert, sind die Rubriken, die ich jeweils in der ersten Zeile eines Abschnitts auf dem Handout wiedergegeben habe. Nach Datierung und Strukturierung folgt die methodische Einführung. Er hat Groß unterscheidet dabei zwischen Sehen als Sinneswahrnehmung, was er die leiblichen Augen nennt, und dem Sehen in der geistigen Vorstellung, was er Beschauen in den Gedanken der Bildung nennt. Bildung im Sinne von Einbildungskraft. Diese Unterscheidung ist eine in der geistlichen Literatur des Mittelalters weithin geläufige. Ich habe Ihnen als Beispiel eine Abbildung aus einer der Handschriften Hildegards von Bingen mitgebracht. Sie schreibt links auf einer Wachstafel die Visionen auf, die sie in der Visio Spiritualis, der geistlichen Schau, gesehen hat, und diktiert es einem Mönch, der mit eigenen Augen, nämlich der Visio Corporalis, der körperlichen Schau, ihr dabei zuschaut. Entsprechend spezifiziert Groß, auf welche Art von Augenzeugenschaft sein Text aufbaut. Ich hab nicht gesehen mit leiblichen Augen durch Itzun von Schreib und zusammen hab gelesen in ein Pürtlein dieses gegenwärtigen Büchlein. Doch hat mich bewegt, das zu tun, Innigkeit und Begier zu beschauen in den Gedanken der Bildung die Geschäft Gottes, in denen er besundern wunderlich ist und Wunder hat vollbracht. Die drei Teile des Buches, Kosmologie, historische Orte und aktuelle Reiseziele, werden dabei gemeinsam unter dem Blickwinkel der Wunder Gottes betrachtet. Innere und äußere Sinne müssen zusammenwirken und sich ergänzen. Ich habe meine Doktorarbeit über einen Freund von Erhard Groß geschrieben, den Stadtgerichtsschreiber Johannes Forster, der als Protokollant des Nürnberger Rates gewohnt war, alles gut in Tabellenform zusammenzufassen. Sie sehen also hier links also etwas wie das Excel-Spreadsheet des 15. Jahrhunderts. Er stellt 1425 die fünf Sinne Sehen, Hören, Riechen, Smecken, Greifen zusammen und vermerkt, dass alle von ihnen zu gut und zu arg gebraucht werden können. Sie können also positiv oder negativ eingesetzt werden. Zu diesen äußeren Sinnen kommen die inneren Sinne hinzu. Verständnis, Einbildungskraft, Imagination, Spekulation, der Wähnlichsinn und schließlich als höchste Form die Fantisei, die tichtet. Die Begrifflichkeit des Sehens und der Sichtbarkeit war aber auch im weltlichen Bereich in Nürnberg Teil des allgemein verfügbaren Wissens. Wir das gesehen haben in dem geografischen Traktat. Bei Groß werden Kosmologie, historische Orte und aktuelle Reiseziele gemeinsam unter dem Blickwinkel der Wunder Gottes betrachtet. Von dort aus ist es möglich, für die Beschreibung ebenso auf die Bücher Mose wie auf mündliche Reiseberichte zurückzugreifen. Dabei wird der Augenzeugenschaft der Vorrang gegeben. Die Bücher treten als Hilfskonstrukt auf für Sachverhalte, die nicht von den Reisenden berichtet werden. Viel habe ich auch gefragt mit Fleiß von denen, die do seien gewesen in dem gelobten Lande, und haben's durchwandert als Ferre, als das Möchtige sein. In den anderen Dingen habe ich mich beholfen aus der Bibel etc. Die folgende Liste umfasst naturkundliche und historische Standardwerke, die Groß später noch um heidnische Meister ergänzt, unter denen er auch Ptolemäus nennt. Dann setzt er quasi von oben grundsätzlich an mit der Lehre von den sieben Planetensphären. Hier kann er nun natürlich nicht auf Augenzeugenschaft verweisen, sondern stattdessen tritt dafür die Verständlichkeit, die als Verstandeskraft der Meister ein, die über logische Beweisschlüsse ebenso für die Wahrheit der Sachverhalte eintreten, wie Nürnberger Palästina-Reisende für die Geografie des Heiligen Landes. Hier ist zu vermahnen ein jeglicher, dass er mit Frevel icht das denkt, dass das ein Lügen sei, das als gar weise Meister und so hohe Verständlichkeit haben beweist mit solchen unsträflichen, wahren Wortlehn, dass es nicht billig ist, dass es kränke ein Mensch, der Licht zu wenig ahnt. Dabei erhält die Verständlichkeit den Vorrang
vor einer Sichtbarkeit mit bloßem Auge, wenn Groß zum antiintuitiven Lauf der Planeten von West nach Ost bemerkt. Aber die Augen mögen das nicht erkennen, sondern die Verständlichkeit, der ist das offenbar. Die Vernunftkriterien der rationalen Überprüfbarkeit gelten auch für den zweiten Teil, die geografischen Vorbemerkungen, die mit einer Erörterung des irdischen Paradieses beginnen, und zwar soweit es glaubwürdig ist und der Wahrheit entspricht. Es wäre verführerisch, wie Groß hier einen weiteren Exkurs einzuschieben, der von Manna zu Laudanum, einem Opiumvorläufer, kommt, der im Orient dieses Laudanum angeblich mit Geißenkötteln gestreckt wird und als Konfekt verarbeitet gegen wackelige Zähne hilft. Aber ich beschäftige mich nicht mit dem Thema, das dann doch eher den handgreiflichen Sinnen, Schmecken, Riechen und Greifen als den Seelenkräften zuzurechnen ist. Es folgt eine Diskussion falscher Meinungen über das Paradies in Abschnitt 11, die Groß ablehnt, da sie drei Prüfinstanzen nicht standhalten, dem Verstand, der Bibel und der Natur. Dies alles sind aber Prolegomena zum eigentlichen Thema, das Groß mit didaktischer Geste neu ansetzt in Abschnitt 15. Und die Zeigehand, die ich Ihnen dazu abgebildet habe, stammt aus einer anderen Handschrift von Groß, einem Index, wo er tatsächlich selbst Hände an den Rand gemalt hat, um besonders wichtige Paragraphen hervorzuheben. In Abschnitt 15 fängt er an, hier hebt sich an die Rede von dem gelobten Lande, Merk. Es beginnt mit einem kurz gefassten dogmatischen Abriss zur Bedeutung des Heiligen Landes für die Erlösung des Menschengeschlechts. Groß verweist noch einmal auf seine doppelte Quelle, die Bücher und die Augenzeugenberichte. Und zwar fallen für Teil 3, den eigentlichen Pilgerführer, beide Quellen für ihn in eins. Hier zählen nur noch Bücher von Augenzeugen, seien es die Evangelisten als Augenzeugen, seien es Nürnberger Kaufleute, die nach Anweisung der Augen messen, notieren und aufschreiben. Das Arbeiten nach den Augenzeugenberichten anderer macht natürlich den Text auch angreifbar. Anders als Schriftautorität, denn hier kann eine Aussage gegen die andere stehen. Groß schließt diesen Vorspruch mit einer Art von Salvierungsklausel. Doch mag's wohl sein, dass man anderswo leicht anders saget, beide von dem, das hier verschrieben ist und geschehen, und auch von dem Wege von Nürnberg bis in die Stadt zu Jerusalem etc. Und damit können wir jetzt die an den Anfang gestellte Kurzeinführung in mittelalterliche Kartografie und den geistlichen Traktat zusammenführen. Denn hier stützt sich Groß offensichtlich auf eine solche Meilenkarte, wie wir sie in den späteren gedruckten Exemplaren von Etzlaub gesehen hatten. Daraus bezieht er die Information, dass von Nürnberg bis gegen Venedig seien 84 deutsche Meilen. Wenn Sie das Handout von der Internetseite der Bibliothek heruntergeladen haben, können Sie jetzt die Striche auf der Romwegkarte nachzählen und überprüfen, ob es tatsächlich 84 sind. Für den weiteren Weg scheint sich Groß auf eine andere Quelle verlassen zu haben, denn er schaltet auf eine andere Maßeinheit um, die welschen oder italienischen Meilen, in denen er die Überfahrt von Venedig über das Mittelmeer angibt. Von Venedig bis gen Baff, die da ist die erste Stadt des Zyprischen Reichs, seien auf dem Meer 2800 welscher Meil. Und in der Schiffung liegen auf beiden Seiten viel Inseln und Städte. Von ersten, von Venedig, zu der rechten Hand leit Branuzia. Aber man sicht sein nicht. Und Klarahan zu der linken. Interessant ist, dass er auch Orte wie Branuzia angibt, die den Schiffreisenden verborgen bleiben. Aber für den Mönch in seiner Zelle sich erschließen lassen. Es lässt sich also beim Lesen mehr sehen, als beim Reisen. Bevor Groß dann aber an der Geografie Jerusalems die gesamte Passion Christi abschreitet, rekapituliert er erneut die Zielsetzung des Textes und bindet die technischen Angaben in die Andacht ein. Eine Möglichkeit, mental das Heilige Land abzuwandern, liegt in der Umsetzung der Meilen ins Gebet. Pro Jahr lässt sich eine Wallfahrt unternehmen durch also viel Paternoster als viel Meilen Jerusalem leid von unserem Land. Das bedeutet 420 Vaterunser bringen einen Nürnberger Beter oder Beterin direkt bis zum Heiligen Grab.
Jemand, der aus Venedig reist, müsste entsprechend 84 Meilen weniger beten, nur 336 Vaterunser. Groß schaltet also hier auf die Mikrostruktur des Messbaren um, sobald es um die konkrete Reiseroute geht. Und alle Mengenangaben werden so präzise, aber auch anschaulich wie möglich gemacht. Etwa diejenige in Abschnitt 17, dass Jerusalem flächenmäßig etwas größer als Nürnberg sei, aber weniger dicht bevölkert und vor allem dreckiger und chaotischer sei als Nürnberg. Hier spricht der Lokalpatriot. Die Detailpräzision kann zur Kritik an etablierten Vorstellungen führen. Etwa wenn Groß bei der Behandlung des Kreuzwegs Jesu einen Exkurs dazu einschiebt, Abschnitt 25, wie und in welcher Anordnung Maria, Johannes und die anderen Frauen an der Kreuzigungsstätte standen. Man malt unsere liebe Frauen, Johannes und die anderen Marien, anders unter das Kreuz, denn sie haben gestanden, do bei unseres Herrn Antlitz, als an dem Kreuzing. Also stund die betrübte Mutter mit den ihren gegen dem Antlitz ihres Sohns, auch gegen dem Niedergang mit dem Rück, beseits halben ein wenig auf den Mittag. Also dass der Herr Gericht sie unter das Antlitz sah, da er zu ihr sprach von dem Kreuz. Groß fordert also für Bilder eine historisch korrekte Figurenanordnung mit der Ausrichtung des Kreuzes nach Westen und Mariens gen Ost-Südost. Er impliziert damit, dass für die Visualisierung einer Szene in der bildenden Kunst die gleiche Verpflichtung auf Faktenwiedergabe gilt, wie er sie für seine Schrift proklamiert. Dabei ist es ja nicht so, dass in der bildenden Kunst die Aufreihung auf der Bildbühne einfach künstlerische Lizenz wäre, sondern die Frontalansicht etwa in dem Memling-Gebälde gibt Einblick in die Gefühle Mariens und kann damit die Innigkeit fördern, auf die auch Erhard Groß mit seiner Schrift zielt. Der direkte Blickwechsel zwischen Mutter und Sohn von Angesicht zu Angesicht schließt den Betrachter erst einmal aus, fordert also das, was direkt vor Augen liegt, mental weiterzuentwickeln und etwa um die Rückenfigur Mariens im Geiste herumzugehen, um ihre Tränen zu sehen. Hier kann auch wieder die Schrift mehr als es dass die anderen Künste können. Die Ausführungen zu Jerusalem fasst Groß in Abschnitt 28 nochmals zusammen in der Vorstellung von Jerusalem als Nabel der Welt. Dass dies eine für ihn theologisch begründete Aussage ist, wird deutlich an der folgenden Liste der Städte der seligen Erden, bei denen es völligen Sündenablass gibt. Die Nabelaussage ist aber gleichzeitig eine praktisch-geografische Aussage, da die zentrale Lage Jerusalems im Heiligen Land eine präzise Verortung aller anderen Städte erlaubt. Groß vermisst das Heilige Land so, wie es Etzlaub in seiner Nürnberger Umgebungskarte macht, jeweils mit Himmelsrichtung und überschlagen nach deutschen Meilen unseres Landes um Nürnberg, wie in Abschnitt 30 sagt. Eine weitere Form der Veranschaulichung bei Groß liegt im Layout der Besprechung der heiligen Stätten, bei der als weiteres Zahlensystem die Ablassangaben hinzukommen. Die Liste in Abschnitt 29 hebt durch ein Kreuz die Stätten hervor, an denen vollständiger Ablass der Sünden gewährt wird. Damit wird auch deutlich, warum sich Groß dagegen verwahrt hatte, dass Leserinnen und Leser seine Texte mit Händen und kreuzförmigen Randnotizen vermakeln. Denn er hatte das Kreuzzeichen hier ganz spezifisch als Verweiszeichen eingesetzt. Es ist so etwas wie der Michelin-Stern des geistlichen Reisens, aufgeladen in dieser spezifischen Funktionszuweisung mit der Heilsgegenwart des ursprünglichen Kreuzes. Denn es sind die Stätten der Passion, die diese höchste Form des Ablasses, der sogenannte Plenarablass, der vollständige Ablass der Sünden tragen. Es ist zugleich eine Handlungsanweisung für die Nonnen des Katharinenklosters oder alle anderen Leserinnen und Leser, die bei der Lektüre an diesen Punkten angekommen waren. Denn die gleiche Form von roten Kreuzen mitten im Text wird in liturgischen Handschriften verwendet, wenn der Priester sich bekreuzigen soll. Die Gebetsreise mit Vaterunsern von Stätte zu Stätte konnte an dieser Stelle durch ein Kreuzschlagen unterstrichen werden. Also quasi aktives Lesen, so wie man auch aktiv die Karte abfährt. Der erste Ort, der von Jerusalem an aus angesteuert wird, also mit Angabe der Meilen, die von Jerusalem aus abzumessen sind und in welche Himmelsrichtung es geht, ist Bethlehem.
das 5 Viertelmeilen nach Süden liegt. Rechts des Weges sei ein Bogenschuss entfernt, das Grab Rahels, 6 Bogenschüsse von Bethlehem nach Osten das Feld, auf dem die Verkündigung an die Hirten erfolgte. Bethlehem selbst liegt auf einem langen Felsrücken in Ost-West-Richtung. Am Ostende unter einem 5 Fuß vorkragenden Felsen hängt ein anderer, noch größerer, und unter dem steht das Kripplein, wo die Jungfrau und Mutter Christi Maria einleget das Kindlein in Tücher verbunden. Angesichts des Interesses an der bildlichen Umsetzung der Kreuzigung bei Groß ist es signifikant, dass er bei der Schilderung Bethlehems keines der Zusatzdetails referenziert, die durch Birgitta von Schweden eingeführt worden waren, die eine Vision hatte, als sie an der Krippe in Bethlehem stand, als sie tatsächlich physisch dort stand, sah sie in einer Vision die ganzen Details, die hier zum Beispiel in dem Gemälde im Germanischen Nationalmuseum abgebildet sind, dass also die Jungfrau kniete, offenes blondes Haar hatte. All dieses wird nicht bei Groß referenziert, der sich tatsächlich auf das Vermessbare beschränkt. Groß führt vielmehr Bethlehem wie jeden anderen Ort topografisch ein, über Entfernungsangaben, angereichert mit Orientierungspunkten wie Felsformationen. Trotzdem erfolgt eine Projektion des biblischen Geschehens über die nachprüfbaren Dinge, aber in diesem Fall die Geburtskirche, wie sie sich einem Nürnberger Pilger um 1430 präsentieren würde. Dazu vermerkt Groß: Ich habe verschrieben gefunden und auch gehört von denen, die es haben gesehen, dass sie sprechen, dass sie nie größere Lust und Innigkeit empfangen haben als in dem Eingang der Kirchen. Und dann folgt eine genaue Schilderung der Größe und Höhe der Marmorsäulen und der Anlage der Kirche, gefolgt von einem Bericht über ein Wunder, das neulich geschehen sei. Und dann folgen 30 weitere Kapitel zu Städten des Heiligen Landes, jeweils mit Meilen- und Himmelsrichtungsangaben. Man hat also die Kombination der neuesten TripAdvisor-Berichte direkt vom Ort des Geschehens mit den geografisch-wissenschaftlichen Angaben und all dies, um es zu ermöglichen, zu Hause die Reise durchzuführen. Groß fordert die Leser im letzten Abschnitt zum Nachvollzug mit Stechzirkel und Windrose auf. Auf einer solchen nach Nürnberger Meilen eingetarteten Karte lassen sich die Orte nachmessen. Mit den 3 gegebenen Punkten Jerusalem als Mittelpunkt des Zirkels, der Entfernung in Meilen und der genauen Himmelsrichtung, dem Winkel, lässt sich jeder Ort des Heiligen Landes als roter Punkt auf dem Papier sichtbar machen. Die Andachtsübung, die gefordert wird, ist nun, diese den leiblichen Augen sichtbaren Zeichen in der Imagination anzusteuern. Die Innigkeit, auf die auch Groß mit seiner Schrift zielt, besteht in der Verarbeitung der faktischen Angaben, die auf der Seherfahrung anderer beruhen, in eine eigene Sicht der Dinge. Die Visualisierungsstrategien der mystischen Tradition, die einen Sprung von der liturgischen Situation an die Krippe ins Gespräch mit Maria ermöglichen sollten, werden nicht verworfen, sondern eher durch ein alternatives Visualisierungsmodell ergänzt, eine Mental Map. Diese innere Landkarte ist eine anspruchsvolle Form der Pilgersimulation. Sie ermöglicht es, unabhängig vom Kirchenjahr, im Alltag der Zelle oder auch in des Nürnberger Patrizierhaushaltes oder jetzt auch in Zabo oder der Nürnberger Innenstadt, sich die Sicht auf die Krippe abschnittsweise zu erarbeiten, mit Gebet und Stechzirkeln. Damit sind wir bei der Schlussstation unserer geistigen Reise nach Jerusalem angelangt, zurück in Nürnberg, in der Zelle mit Stechzirkel und Handschrift. Was lässt sich von Nürnbergs klugen, mutigen und eigenwilligen Frauen und den mittelalterlichen Nonnen in ihrer Klausur für die gegenwärtige Zeit lernen? Reisen im Geiste ist auf vielfältige Weise möglich. Das kann bei der Lektüre eines Reiseberichts, dem Betrachten eines Weihnachtsbilds ebenso geschehen, wie wenn man sich beim Briefeschreiben innerlich zu den Adressatinnen und Adressaten versetzt. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit
und fröhliches geistliches Reisen bei dem Versenden von Weihnachtsbriefen und Grüßen. Frohe Weihnachten!